Im Klinikum Straubing steht eine Prostata-Operation an. Ein Tumor muss entfernt werden. Für den Chef der Urologie, Dr. Gilfrich, ist das ein Routineeingriff. Er operiert nach modernstem Verfahren. Ohne Erfahrung und Kompetenz kann eine solche Operation ein Risiko für den Patienten sein. Inkontinenz oder Impotenz mögliche Folgen. Doch wie können solche Komplikationen vermieden werden? Das Klinikum St. Elisabeth in Straubing hat sich deshalb einer Qualitätsinitiative angeschlossen. Dort werden Routinedaten dokumentiert und ausgewertet. Der härteste Indikator ist sicherlich der Todesfall im Krankenhaus. Der ist Gott sei Dank relativ selten, gibt aber auch andere Indikatoren wie Bluttransfusionen nach Operationen oder Infektionsraten, die mittlerweile damit einfließen und die auch dann verglichen werden können. Die Kliniken sind verpflichtet, diese Informationen zu veröffentlichen. Gibt es Auffälligkeiten, wie etwa eine besonders hohe Infektionsrate, versucht ein Team aus Ärzten, den Fehler zu analysieren. Patienten können außerdem im Internet über Krankenhausnavigatoren gezielt nach Informationen suchen. Man gibt seine Erkrankung und den gewünschten Eingriff ein und findet eine Bewertung. Das Problem? Die Daten sind unvollständig. Steht eine Operation bevor, sollte man mehrere Fachmeinungen einholen und nicht nur nach dem nächstgelegenen Krankenhaus schauen.